Ricciardelle alla Milanese. Hallo zusammen. Heute machen wir wieder einmal etwas mit Teigwaren. Und das zwar Ricciardelle alla Milanese. Hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist etwas ganz, ganz Einfaches. Schnell gemacht. Und für alle, die ein bisschen aufs Gewicht schauen wollen, im neuen Jahr, hat unter 500 Kalorien eine Portion. Für das nehme ich die veganen Ricciardelle von Favoloso frische Pasta. Schreibe da unten rein, wo ihr die bestellen könnt. Sie sind wirklich eben gut. Dann brauchen wir 750 ml Gemüsebouillon. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Die sehen dann wieso. Ich mache 750 parat, wenn ich nicht alles brauche, brauche ich den Rest später. Oder für etwas anderes. Dann zweimal 15 Gramm Anke. Zwei Briefli Safran. Eine kleine gehackte Zwiebeln. Und 30 Gramm frisch geriebene oder irgendeine Grobreibe Parmesan. Bouillon muss heiß sein, die tun wir zuerst aufkochen. Dann rühren wir die mit dem Safran zusammen schnell ein bisschen an, nur ein bisschen. Wir erhitzen den Endteiler vom Anken in einer Bratpfanne rein und die Zwiebeln drinnen kurz anschwitzen. Wenn die Zwiebeln schön glasig sind, geben wir die Ricciardelle rein und die auch kurz mitdünsten, ständig rühren dabei. Natürlich könnt ihr auch getrocknete Teigwaren nehmen. Ich empfehle es aber jedem, das mal auszuprobieren da, von der frischen Pasta. Das macht wirklich einen schönen Unterschied. Dann geben wir eine Kelle von der Gemüsebouillon dazu. So unsere angerührte Safran-Bouillon. Und dann das Ganze ein bisschen köcheln. Bis die Pasta die Flüssigkeit aufgezogen hat. So ähnlich wie bei einem Risotto und geben dann immer wieder ein bisschen Bouillon nach. Bis die Teigwaren schön al dente sind. Dort kommt es jetzt eben halt ins Spiel rein, wie viel Bouillon das wir am Schluss brauchen. Sobald wir Bouillon reingetan haben, habe ich vergessen zu sagen, dass wir die Hitze noch auf mittlere Stufe reduzieren, dass unsere Pasta auch schön Zeit hat, al dente zu werden. Wenn es al dente ist und noch schön sämig, tue ich noch ein bisschen Schiesspulver vom Bünzli Gewürz dran. Ich kann natürlich auch Salz und Pfeffer nehmen, aber mit Schiesspulver wird es besser. Dann geben wir noch den Rest der Anke und den Käse dazu. Dann alles untereinander rühren und nachher sofort anrichten. Und fertig wären unsere Ricciardelle alla Milanese. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.